Leute, ja, ich begrüße euch mal wieder schön zum kleinen Video. Heute wollte ich mal wieder raus in den Wald, die Natur mal wieder genießen. Das Wetter ist leider nach wie vor hier ziemlich bescheiden. Wie ihr vielleicht hört, es ist ziemlich windig. Ja, aber davon soll man sich ja nicht abschrecken lassen. Ist halt Winter und dafür die passende Jahreszeit. Ja, heute habe ich mir eine Stelle ausgesucht gehabt, die ist ein bisschen weiter weg jetzt. Ist auf dem Hühnweg liegt die, das ist eine kleine Schutzhütte. Da wollte ich heute mal ein bisschen was kochen. Ich habe extra dafür meinen Holzvergaser wieder mitgenommen. Den wollte ich dafür extra wieder ordentlich testen, schön anfeuern. Hab mir auch extra für die Pfanne eine Halterung fürs Dreibein selbst gebaut. Und die wollte ich heute mal zum Einsatz bringen. Das heißt, wenn euch dafür interessiert und die Lust habt, mich zu begleiten, kommt mal ein Stück mit. Und wir genießen zusammen den Tag. Was ich noch vergessen habe zu sagen gerade eben, ich habe heute mal meinen BW Kampfrucksack dabei, den ich ein bisschen umgestaltet habe. Ich habe das Quilt oben drauf und unten drunter Isomatte und das Tarp geschnallt. Gefüllt das ganze Ding jetzt mittlerweile 15 Kilo mit Wasser, Vorräten und so weiter und so fort. Fühlt sich recht gut an, muss ich sagen. Überrascht mich ein wenig. Hier könnt ihr mal gucken. Ja, das Ding werde ich jetzt erstmal intragen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Futtern bzw. beim Aufbau des Lagers. Also, komm mit! Ja, wer sich noch daran erinnert, wer sich jetzt noch an die Etappe vom Hühnweg erinnert, von Osnabrück nach Bramsche, der wird das Schild da oben kennen. Hier bin ich nämlich das letzte Mal auch lang gekommen. Da bin ich das letzte Mal da lang, kam von oben runter und bin dann quasi hier hinten drum wieder hoch. Ja, diesen Weg führt mich jetzt, oder diesen Weg werde ich jetzt auch wieder gehen. Denn dann geht es oben wieder auf den Kamm lang. Das heißt, ich laufe jetzt aktiv. Ah, jetzt bin ich gerade in der schönen, hier schön so einer dunklen Ecke in der Höhle. Also, nein, Quatsch. Durchgang, Autobahntunnel über mir geht die A1 lang. Ja, wie gesagt, jetzt gehe ich ein Stück vom Hühnweg. Und ja, jetzt setzen wir weiter. Dann gleich jetzt erstmal bergauf, würde ich sagen. Bin ich angekommen an der Hütte, wo ich hin wollte. Das ist die Hütte auf der Egge, heißt die. Ja, mittlerweile haben wir es knapp 17 Uhr. Ist noch ein bisschen hell. Das war jetzt beim letzten Tour oben auf dem Auhornweg, da wäre das jetzt schon dunkel gewesen. Ja, jetzt hatte ich hier gerade noch Besuch gehabt. Drei junge Leute, ja, drei Männer waren hier, die haben hier ein bisschen was getrunken, aber haben netterweise dann den Platz geräumt für mich. Also wirklich netterweise. Die sind extra für mich gegangen, weil die gesehen haben, dass ich hier mit dem dicken Rucksack stand. Ja, ich habe mir schon mal drei Stöcker geholt. Von Dreibein. Und mal gucken. Ich werde so langsam jetzt auch mal die Kochstelle aufbauen. Und ja, ist das Schlafgemach, werde ich jetzt nachher aufziehen, wenn ich gekocht habe. Weil ich werde wahrscheinlich dann eine von den beiden Seiten dann wahrscheinlich pennen. Mal gucken auf den Boden.
Wobei ich überlege, auch eventuell auf einer von den Bänken zu schlafen, weil leider, wie man vielleicht sehen kann, zieht es da unten durch. Und das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd, ehrlich gesagt. Das hatte ich jetzt beim Besuch, wo ich hier auf dem Hünenweg gelaufen bin, nicht gesehen. Und ich kenne das von einer Hütte auf dem Hermannsweg, so wie ich mit meiner Freundin gepennt hatte. Da hat das ziemlich durchgezogen, dachte. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich werde mir nachher was überlegen. Aber jetzt geht es erstmal dabei darum, das Dreibein aufzustellen. Und dann zeige ich euch mal die Fonds, diese Vorrichtung, die ich angefertigt habe für die Bratpfanne. So, wie ihr sehen könnt, hat mich ja ein bisschen Licht jetzt mittlerweile. Also es ist nicht ganz so dunkel hier. Seit neuestem habe ich nämlich ein kleines, so ein Licht, so eine Lampe für die Kamera, so eine Kameraleuchte dabei. War relativ günstig, ich kann sie aber unten dran verlinken. Für alle, die mit sowas arbeiten, wie ich knapp 100 Gramm. Finde ich super geil. Gibt es auch mit verschiedenen Farben. Ich habe es jetzt ganz normal in Weißlicht und so ein Altgelblicht. Also man kann den Ton so ein bisschen erhellen. Ist eine coole Geschichte. Vor allem, wenn man halt auch noch ein bisschen was filmen möchte und es dunkel wird. Coole Sache. Ja, wie gesagt, hier habe ich jetzt mit 3 Stöcker geholt. Die werde ich jetzt schön nutzen. Da werde ich mir jetzt schön das Dreibein hier schon aufbauen und dann mal alles vorbereiten fürs Kochen. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen alleine bleibe und nicht wieder jemand kommt. Das wäre ein bisschen schlecht. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich mit dem an. So, ja, damit wäre das Dreibein jetzt erstmal fertig. Jetzt muss ich nur noch die Ketten ranhängen. Ich habe nämlich mir Ketten gekauft und 2-3 Löcher eingebohrt in der Pfanne. Wie ihr es mal seht, da sieht man glaube ich jetzt gar nichts. Hier sind 3 Löcher drin. Da kommen Haken rein und eine Kanne, also so ein Haken, so eine Kette und dann hängt das quasi über dem Feuer. So war das geplant und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, so, fertig ist. Ich musste leider ein bisschen feststellen, dass so diese ganzen Löcher nicht ganz so ideal gelöst waren. Da muss noch was dran gemacht werden. Aber vom Prinzip her funktionierte. Hey, hört ihr das? Alter, ist das am Winden. Leck mich am Arsch. Ja, ich mache mir jetzt erstmal hier schön bisschen Wasser warm und dann erstmal einen Tee, bevor ich das Wasser hier unten anschmeiße. Leider hätte ich mal ein bisschen besser meine Espe-Tabletten mal ein bisschen kontrollieren sollen, denn ich habe hier leider nur noch 1,5 und die reichen nicht so ganz aus. Mal gucken. Erstmal eine an. Zuborgia dabei.
dran ist. Hier ist ein Windschutz drum. Oh, hier machen wir ein bisschen mehr Wasser rein. Ja, da haben wir ein bisschen Köcheln an dem, ne? Dann werde ich jetzt mal versuchen, den anzumachen. So. Na, mal gucken, ob das reicht. Ob man noch ein paar Späne drin hat. So, ja, jetzt mache ich mal Wasser heiß für Reis, den ich mir auch noch machen werde. Tee, der war sehr gut. Sehr gut geschmeckt, aber wie gesagt, jetzt wird mal Wasser heiß gemacht. Wir haben noch einen schönen Reis mit Cashew-Nüssen, Cashewkernen da drin. Fertig gemacht. So, mal gucken, wie viel Spirit das noch drin ist. Ein bisschen das nachkippen. Ein guter Tangier-Kocher. So, das heißt ja, man soll den eigentlich so drauf machen, aber ich mache den immer andersrum drauf, weil der dann mehr Abstand hat und entsprechend besser feuert. Das heißt, wenn man den Flügel drauf kriegt, wird der auch warm. So. Dann noch verkehrt rum. Ja. Ist mir nicht stabil genug, muss ich ganz ehrlich gestehen. Klassische Variante. So, Wasser drinnen. Jetzt kochen wir die mal an. Wenn er langsam anfängt durch zu sein, dann kommt der nachher mit dann in die Pfanne rein, sobald das Fleisch angebrannt ist. Das Fleisch werde ich jetzt schon schneiden. Ganz Fleisch. Von einem Kappen geschossen. Jetzt Jäger. Bin mal gespannt, wie die schmeckt. Thank you.
schön in kleine Stücke, damit die auch ja gut und schnell durch ist. Nicht dauert. Vielleicht morgen früh noch ein bisschen Holz für den Tee. Aber naja, ich wollte eigentlich gar nicht so spät los. Die Zeit ist schon noch ein bisschen dunkel. So, dann wird das auch durch. Ja, jetzt warten wir erstmal, bis der Reis hier kurz vorm Kochen ist. Ja. Und dann schön quillt. Fertig ist. Der erste Teil, der zweite kommt gleich mit drauf. So. Essen ist bald fertig. Der erste Teil ist durch. Ja, mal probieren. Ja, sehr lecker. Ja, gut durch. Na, Reis ist ja auch längst fertig. Zu dem Ganzen gibt es einen schönen Bourbon Whisky. Sehr leckere Sache. Also Whisky, das Fleisch, perfekte Mischung. Prost. Also so finde ich, kann man das echt gut gehen lassen. Das andere Fleisch ist auch gleich durch. Boah, das ist volles voll mit Reis. Alter, das war mehr Reis als nötig. Mal gucken, ob ich gleich den Braten vorne ein bisschen reinmache. Haben wir eine Idee. Wahnsinn. So. Oh, gegessen ist. Ich lasse noch ein bisschen das Holz durchjagen, durch den Ofen. Ja, ich muss sagen, also wie gesagt, das Ding ist, wenn er einmal brennt, ist der wirklich top. Dann feuert der gut durch, ist absolut rauchfrei. Hat eine top Verbrennung, also ich kann den tatsächlich nur empfehlen. Allerdings. Mit der Einschränkung natürlich, dass man sich irgendwas baut, um das Ganze rüberzuhalten. Ansonsten hast du wirklich, also du hast halt wirklich mit der Auflage nur so ein bisschen Spielraum. Und das hat dann einfach zur Folge, dass das Ding einfach extrem rußt, was nicht so schön ist. Ja, das ist aber ein einziger eigentlich. Ja. Ansonsten funktioniert er wunderbar, gefällt mir. Ist auf jeden Fall jetzt auf jeder kleinen Buschkrafttour dabei. Ja, das Ding ist hier schon, ich habe meinen Bepper schon aufgebaut gehabt, das heißt, ich werde jetzt in Ruhe ein bisschen noch ein Bier trinken. Haben jetzt noch ein Minus aufgemacht. Ja, und dann ein bisschen Abend ausklingen lassen und dann geht es nachher gleich in die Falle. So. Boah, fertig, ich habe jetzt alles gegessen. Ich habe auch, wie ihr seht, schon ein bisschen aufgeräumt. Feuer ist runtergebrannt. Ja, ich musste da leider feststellen, dass mein Kopfkissen manuell ist. Luft verliert. Super. Bin ich nicht so von begeistert, ehrlich gesagt, aber wie zu machen. War eigentlich ganz schön. Tja, da muss da wohl wieder ein neues her. Scheiße. Egal, nützt nichts. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier schön auf der Bank fertig gemacht gehabt. Es ist gut möglich, dass ich die Nacht noch mal runter muss auf den Boden. Das
so eine Vermutung, weil, ja, weißt du, weil ist die Bank halt nicht und die Luftmatratze ist halt auch nicht so die beste. Also ist schon die beste, nein. Aber die Luftmatratze ist halt starr und breit. Und es kann sein, dass das ein bisschen nicht so gut läuft. Aber das werde ich dann sehen. Ja, wie gesagt. Ich werde mich jetzt hinhauen. Oh, bin müde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. In aller Frische. Ne? Haut rein. Bis morgen. Schönen guten Morgen, Leute. Ja, jetzt haben wir es gleich 7:30 morgens. Ja, die Nacht war noch echt relativ stürmisch, muss ich sagen. Ja, ich habe aber einigermaßen gepennt. Die Bank war jetzt nicht die breiteste. Ich bin vorhin einmal runtergerutscht, aber ansonsten ging das eigentlich. Ja, es ist doch echt frisch heute Morgen, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich gleich noch in den Gaskocher nochmal mit was anderem Holz angeschmissen kriege. Ja, dann mache ich mir gleich noch ein bisschen was zu trinken, noch einen kleinen Tee. Und dann werde ich langsam mal einpacken. Ja, gut, wie gesagt, dann würde ich sagen, mache ich mir jetzt mal einen Tee. So, Leute, jetzt habe ich zusammengepackt. Tee ist fertig. Ich habe das restliche Holz ein bisschen verfeuert, was ich jetzt hier noch hatte. So einen von den Stücken, die ich hier von Stöcken, die ich fürs Treibern benutzt hatte. Ja, wie gesagt, alles eingepackt gehabt. Der Rucksack ist deutlich leichter als gestern. Oh, Wunder, Wunder. Ist ja auch deutlich weniger drin. Allein schon die 3 Kilo fürs Wasser sind ja jetzt ja weg. Ja, das Holz und so weiter und so fort. Ja, war schön. War schön. Wir haben jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen blauen Himmel. Es hat vorher ein bisschen geregnet, das hat aber jetzt aufgehört. Ja, ich werde jetzt in Ruhe austrinken und dann werde ich mich langsam in Richtung Heimat begeben. Könnt ihr noch ein bisschen mitkommen, wenn ihr wollt. Und ansonsten, wenn nicht, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, wie gesagt, geht raus, genießt die Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.